Was meint ihr? Ich könnte noch ein Klassik. Ich habe noch ein Klassik invertet. Dann machen wir das so. Ich rede mit meinem Mann, Hutschaub, ob dem Tag kann. Und einigen wir uns wo? Wieso, wo? Was ist das wo? Moin Kinders, moin Maddie. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo das überall sein stattfinden kann. Ich weiß nur, dass es in Hessen war. Wahrscheinlich in Frankfurt, oder? Aber wir machen noch eins, würde ich sagen. Die Funde für schön in Hessen. Ja, das weiß ich, dass sie in Hessen stattfinden. Die Frage ist, wo in Hessen finden die statt? Wo in Hessen finden die statt? Wo in Hessen finden die statt? Alsfeld bis hin zu Winzenhausen. Also wirklich überall. Oh je, das sind ja schon wieder 100 Teile. Meine Güte. Moin, Medi. Dann kann ich dir aber auch die Frage stellen. Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann? Wer würdest du eher machen? Bin mir nicht sicher, ob wenn der Wolf da B-Day hat, das dann ginge. Ja, man kann es ja an dem Tag davor machen oder an dem Tag danach. Wenn der Samstag und Sonntag ist, in einem der beiden Tage kann man ja machen. An einem Tag hat er seinen Geburtstag, sondern am anderen Tag macht man den Kurs. Beides wäre mir egal. Okay. Wir hatten ja schon einige, die gesagt haben, eher Feuerwehr, weil sie mit Nadeln und Blut nicht klarkommen. Andere haben gesagt, eher Sanitäter, also in dem Sanitäterbereich, weil die eher Verletzten helfen wollen, als gegen das Feuer zu kämpfen, wegen der Hitze, also Probleme mit der Hitze haben. Und jetzt sind wir gerade im Bereich und diskutieren über Ersthelfer. Ersthelferkurse und Auffrischung. Oder an beiden Tagen dasselbe. Sind das beide oder keiner? Ja, nee, an beiden Tagen ist das gleiche. Also der Kurs dauert einen Tag. Er geht ein paar Stunden, 2, 3 Stunden geht das nur. Und hab wie gesagt, ich hatte ja so einen Kurs schon. Aber ich bräuchte halt eine Auffrischung. Nadeln und Blut habe ich kein Problem mit. Hätte ich damals nicht meine Ausbildung als Augenoptikerin bekommen, wäre ich jetzt Radiologin. Oh, okay. So kurz nur. Ja. Du kriegst ja im Endeffekt beim Ersthelferkurs kriegst du ja gezeigt, wie du Bandagen anlegst, wie du Blutungen stoppst, wie du Leute in die stabile Seitenlage kriegst, wie du Notfallsbeatmung machst. So solche Sachen kriegst du erklärt. Das ist ja nicht ein wirklicher Arztkurs oder so. Also das sind ja wirklich nur, wie kannst du im Notfall eine Person so weit sichern oder sicherstellen, bis wirklich ein Arzt oder ein Sanitäter ankommt. Also es geht wirklich nur um die Ersthilfe, also wirklich oder Kleinigkeiten. Eigentlich geht so ein Kurs länger. Hast das perfekte Shirt für mich gefunden? Will ich das sehen? Kannst du ja mal in Discord posten. Dann können es die anderen auch sehen, was das perfekte Shirt für mich wäre. Eigentlich geht sogar ein Kurs länger. Ersthelferkurs sogar mehrere Tage. Eigentlich nicht.
Also die Erste-Helfer-Kurse, die ich gemacht habe, gingen alle nicht lang. Die gingen, glaube ich, 4 Stunden. Ich glaube, 4 Stunden ging's. Erste-Hilfe-Kurs, nicht gleich Ersthelferkurs. Ah, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Für die Ersthelfer in der Firma sind irgendwie 2 bis 3 Tage weg. Ah, du hast recht. Das ist ja Ersthelfer, nicht Erste Hilfe. Jetzt habe ich wieder was verwechselt. Mein Fehler. Auffrischungskurse nur wenige Stunden, ja. Alles so kompliziert. Ja, die Sache ist, was ist das, was man beim Autofahren macht? Macht man ja dann nur den Erste-Hilfe-Kurs, nicht den Ersthelfer-Kurs. Und was ist das, was dann beim von FFH bzw. HL3 gerade angeboten wird? Ist das der Erste-Hilfe-Kurs oder der Ersthelfer-Kurs? Erste-Hilfe-Kurse um die 6 bis 8 Stunden. Oh, das ist doch ganz schön lang. Wolfi ist ausgebildeter Ersthelfer. Okay. Auffrischung weniger. Ersthelfer sind mehrere Tage. Was wir machen würden, wäre ein Erste-Hilfe-Kurs. Und der geht einen Tag, ja. Das wäre auch das, was ich... Also Ersthelfer-Kurs, glaube ich, würde ich nicht machen wollen. Das ist dann auch wieder mit Nadeln. Als Ersthelfer musst du wirklich mehr können. Und das sind Sachen dabei, die kann ich nicht. Einfach, weil ich dann selbst umfall. Wie gesagt, ich würde Erste-Hilfe-Kurs machen. Ersthelfer nicht. Das ist it's too much for me. Dabei bin ich zu schwach auf der Brust. Wolfi ist, glaube ich, nicht der Wolf. Nein. Wolfi ist nicht der Wolf. Unser Wolf ist jemand anderes. Also, unser Wolf hat nicht den Ersthelfer. Wolfi ist ein anderer Kumpel von uns. Und ja, der ist geschulter Ersthelfer. Er hat auch immer seinen riesigen Ersthelfer-Koffer immer und überall dabei. Weiß gar nicht sogar, ob der den wirklich immer dabei haben muss, wenn er unterwegs ist. Der hat ihn wirklich immer dabei. Wenn er irgendwo ist. Ich glaube, wenn du sowas hast, bist du auch irgendwie so ein bisschen verpflichtet, auch parat stehen zu können. Zu viele Wölfe hier, ja. So bildet es in Discord, dann gerne Samstag, wenn der Wolf zustimmt. Wäre schön. Ich habe auch ein kleines Erste-Hilfe-Set immer dabei. Okay.
Ja, können wir ja den Wolf fragen. Können wir ja den Wolf mal fragen. Sehr löblich, ja. Gut, ich muss gestehen, ich habe zwei in meinem Auto. Warum zwei? Weil jedes Mal, wenn man eins öffnet, es ja nicht mehr als sicher angesehen wird. Man weiß nie, wann man eins öffnen muss. Und ob man dann so schnell ein zweites dann besorgen kann. Immer dahingestellt. Ich habe auch zwei in meinem Auto. Eins abgelaufen. Okay. Die Sache ist, die meisten Sachen, die laufen ja nicht wirklich ab von da drin. Eine Bandage läuft nicht ab. Eine Bandage ist eine Bandage. Und die kannst du auch in 10 Jahren noch zum Bandagieren nutzen. Ich finde es einfach sehr wichtig. War schon ein paar Mal in unschönen Situationen. Hab nur eins, außer für Silvester, musste ich es nie öffnen. Obwohl das zweite muss ich auch mal nachschauen. Ist auch schon ewig alt. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ob meine Beine noch Haltbarkeitsdatum haben. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich gestehen. Meistens lasse ich es beim TÜV nachschauen. Ob sie noch gültig sind oder nicht. Weil ohne kommst du bei uns nicht durch den TÜV. Und naja. Ich kann verstehen, dass es ein Haltbarkeitsdatum hat. Ich muss aber gestehen, die meisten Sachen kannst du wirklich immer benutzen. TÜV hat das nie kontrolliert bei mir. Fällt mir gerade ein. Also bei mir wird das wirklich kontrolliert. Da wird geguckt, ob du ein Warndreieck hast. Da wird geguckt, ob du die Warnwesten hast. Und es wird geguckt, ob du Erste-Hilfe-Set hast. Also so ein... Das wird bei uns kontrolliert. Wird auch echt streng genommen. Also eng genommen. Wahrscheinlich in der Werkstatt nicht. Aber beim TÜV selbst, wenn du hingehst. Die sind da... Sehr konsequent. TÜV wüsstest du nicht, ob die das geprüft haben. Hm. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Sachen gibt, bei denen die Jahre nicht gut tun. Was sagst du zum Shirt? Mach immer beim TÜV Nord, okay? Okay, dann schaue ich mal kurz zum Shirt. Warte, ich guck mir das mal kurz an. Was hat denn Lumi da gepostet? Bilder und Links. Bin da kein Losgill und ja, es eskaliert eh. Ja. Blau ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, aber ansonsten ja, definitiv sehe ich mich auch in dem T-Shirt. Sehe ich mich auch. Muss ja auch gestehen, ich feiere ja auch gern. Ich feiere ja auch gerne mal ein bisschen länger. Nennen wir es so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eskaliere bei Partys. Aber es passieren manchmal Situationen, wo ich mir denke, okay. Das ist mal wieder was ganz Besonderes, da wird man sich noch in Jahren dran erinnern. Das Shirt gibt es in allerlei Farben, auch in rosa. In rosa würde ich mir sogar nehmen. Ich glaube, das wird mir gefallen in rosa. War auch zum Führerschein sehr enttäuscht diesbezüglich. Die Lektion wurde einfach übersprungen mit der Begründung, dass man eh einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss, um ihn haben zu dürfen. Ja, gut, kann ich verstehen. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Wenn man einen Kurs machen muss, muss man es nicht nochmal lernen. Also muss man es ja nicht doppelt lernen. Ich kann das Argument leider verstehen, Tausi. Von den anderen. Gerne mal, was? Gerne mal länger, sagt er. Gerne mal länger, ja.
Es kann halt auch mal passieren, dass die Vögel morgens schon zwitschern, wenn ich feiere. Ist dann halt so. Ab und an darf Bayern auch mal länger gehen. Sommertreffen, Hust, Hust, ja, zum Beispiel. Weil da hatten wir auch echt gute Unterhaltung. Ging es ja weniger ums, also ja, wir haben gefeiert, aber da habe ich jetzt nicht irgendwie viel getrunken, sondern es war halt einfach, man hat eine super chillige, gemütliche Runde gehabt und hat sich halt echt gut unterhalten mit Leuten, die man sonst sehr, sehr selten sieht. Ich fand das sehr angenehm. Dementsprechend, ja, dann war es halt mal 5:30. Shit happened. Passiert. Bereue nichts. Bereue nicht die Stunden, die ich verpasst habe an Schlaf. So. Warum sollte ich auch? Und auf der Asiacon, wenn wir lange wach bleiben, werde ich auch meinen fehlenden Schlaf nicht bereuen. Vor allem nicht, wenn wir irgendwelche lustigen Gesellschaftsspiele spielen. Lalalalalalalalala. So. Also ich müsste jetzt langsam mal pinkeln. Verdammt. Das ist wieder so ein Spiel, wo 100 Level hat. Bedeutet. Noch darf ich nicht. Das mache ich noch durch. Dann gibt es erst eine Pinkelpause. Hoffe ich, dass ich es einhalte. Ansonsten seht ihr mich gleich ganz schnell rennen. Muss ich doch pinkeln. Betty, was ist bei dir heute eigentlich noch geplant? Und wie geht's dir? Oder was hast du Schönes am Wochenende gemacht? Die wichtigen Fragen. Heute kommt meine Sippschaft noch vorbei. Ich habe heute Geburtstag. Oh, Matti, dann alles Gute. Alles Gute. Hast eigentlich null Lust dazu. Will nur entspannen. Ja, hier. Mi. Dann kriegst du definitiv ein Happy Birthday von mir ein. Happy Birthday to ya. Happy Birthday to ya. Happy Birthday. Ja, alles Gute, Matti. Alles Gute. So viel muss sein. Ja, dann danke, dass du an deinem Geburtstag hier vorbeischaust. Ah ja, gut, wenn du nur entspannen willst, dann kann ich verstehen, dass du bei mir beim Labyrinth hier vorbeischaust. Also entspannen, der geht ja nicht. Hat sich das Brautpaar über dein Bild gefreut? Über das Katzenbild? Das haben wir ja bei mir im Discord gehabt. Das war ja richtig geil, das Bild. Also, gut ab. Ready, hier. Die haben sich gefreut. Kann ich verstehen. Das Bild ist echt mega. Also für alle Leute, die es nicht gesehen haben, bei mir im Discord, im Bilder-Channel, das vorletzte Bild aktuell, hat Maddy gemalt. Bei ihr auch auf dem Stream kann man öfters mal sehen, wenn sie live zeichnet. Ich bin meistens nur im Lurk. Maddy, sorry dafür. Aber es sind echt schöne Bilder diesmal. Also, meine Güte. Ich möchte auch so zeichnen können. Also, ich würde gerne auch so zeichnen.
Kann ich aber nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Kein Thema. Aktuell stream ich eh kaum noch. Oh, warum? Irgendwas vorgefallen? Malen ist nur Übung. Das Wetter ist zu schön. Ah, okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Liebe Sippschaft von Medi, der Lieben geht es leider nicht gut. Klopfen Sie nicht, klingeln Sie nicht, gehen Sie einfach wieder. Zettel an die Tür hängt. Viel draußen sein ist gut. Wenn ich einen Garten hätte, würde ich einfach im Freien streamen. Oder ich würde Leute einladen, ich würde, keine Ahnung, Wikinger-Schach streamen. Also, kennt ihr Wikinger-Schach? Ich liebe Wikinger-Schach. Liebe dieses Spiel. Oder einfach so Buhl. Während man draußen mit so Stahlkugeln Buhl spielt, das streamen. Was ist Wikinger-Schach? Erstmal googeln, ja. Google mal. Das ist ein richtig tolles Spiel. Das macht wirklich Spaß. Da freue ich mich jetzt auch auf der Convention. Haben wir viel Wiese. Und ich habe Wikinger Schach noch nie gespielt, um ehrlich zu sein. Dummi, das holen wir nach. Nächste Woche holen wir das. Nee, nicht nächste Woche. Übernächste Woche holen wir das nach. Übernächste Woche holen wir das nach. Ich habe mir ja jetzt wirklich auch ein Turnier Wikinger Schach geholt. In den echten großen Größen und in den echten Maßen. Ist ein bisschen teurer gewesen. Aber es ist super einfach. Das ist super einfach zu spielen, das macht einfach Spaß und das ist lustig. Wie wäre es mit Nein? Warum? Warte mal. Warum Nein? Ich entscheide gerne selbst, was ich spiele. Na gut, dann guckst du eben nur zu. Also ich werde es definitiv spielen. Ich habe mir das jetzt nicht geholt, um nicht zu spielen. Und das ist im Freien. In der Sonne. Man kann es mit 12 Leuten spielen, also. Schon nice. Ding, 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 ding. Na komm. Geh aus um die Ecke, danke. Jetzt werden die Dinger wieder größer. Falsche Richtung. Nein, aber lang will ich. Du, 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 du. Nee, also für die Leute, die jetzt nicht googeln wollen, was Wikinger-Schach ist, ist ein Gruppenspiel. Bei Gruppenspielen gegeneinander ist ein Wurfklötzchenspiel. Also man wirft runde Klötzchen auf viereckige Klötzchen. Jedes Team hat fünf Verteidiger oder fünf Bauern. Und in der Mitte steht ein König. Der König kann erst gestürzt werden, wenn alle Bauern des gegnerischen Teams geschlagen wurden. Allerdings, oder gefangen genommen wurden, eigentlich ist es eine Art Gefangennehmen im Spiel. Allerdings darf das gegnerische Team auch die Bauern wieder befreien. Und so geht das immer hin und her. Und ist halt ein Zielgenauigkeitsspiel. Also man durch das Werfen muss man die Plätzchen umwerfen. Wenn man sie umstößt, hat man die gefangen genommen, wirft sie auf seinem Spielfeldhälfte. Und ja. Kann sehr schnell gehen, kann aber auch sehr lange dauern. Hängt von der Umgebung, der Stimmung und vor allem davon ab, wie es mir an dem Tag geht. Ich war noch nie dort, also erwarte nicht so viel von mir. Das ist gut. Ja, wenn die Sonne, so wie es in 2 Wochen angedacht ist, so stark niederbrutzelt, dass man in der Sonne einfach nicht aushält,
sondern einfach so einen Eisberg auf dem Rücken mit sich rumschleppen muss, um überhaupt zu überleben, dann werde ich wahrscheinlich auch versuchen, eher in der etwas kühleren Behausung zu bleiben. Und dann werde ich wahrscheinlich eher auf Gesellschaftsspieler umsteigen, anstatt in der prallen Sonne Frisbee zu spielen oder Wikinger-Schach oder Buhl. Ah, verdammt. Na? Na? Habe ich jetzt bald jede Lücke mitgenommen? Ja. Matti, da wollte ich auch mal was fragen. Bist du eigentlich ein Gesellschaftsspielemensch? Also spielst du gerne auch Gesellschaftsspiele? Also wirklich Brett- oder Kartenspiele? Oder bist du eher wirklich im Online-Spiel zu Hause? Das klingt bescheuert, aber schaue lieber zu. Okay. Hi Damo, grüß dich. Kenne ich einige Leute, die lieber Gesellschaftsspiele zuschauen und das Spiel verfolgen, als selber zu spielen. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil manchmal sich die ganzen Regeln zu merken, das Ganze, und vor allem wenn sie komplizierter werden, das Spiel. Obwohl ich glaube, wenn das Spiel komplizierter ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr zuzugucken. In realen selber spiele ich fast nie. Okay. Oh. Boah, ich liebe das. Schlimmer ist, ich brauche bald eine neue Wohnung, nur weil ich so viele Gesellschaftsspiele habe. Also da werde ich definitiv irgendwann muss ich da entweder einiges wieder abtreten, also verkaufen, oder muss dann überlegen, wie und wo ich die ganzen Spiele unterbringe. Mehr Regale an den Wänden oder so. Glaube, ich habe nur ein Pokerset hier. Oh, pokern hätte ich auch mal wieder Lust. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gepokert. Seit ich mich ein bisschen mit meiner einen Clique verkracht habe, oder naja, verkracht nicht. Ich unternehme halt mit denen nicht mehr so viel. Poker ich halt auch nicht mehr. Weil mit denen haben wir so, ja, einmal alle 2 Monate gepokert, hat man Pokerabend. Du solltest echt aussortieren, also abtreten, wie du sagtest. Oder du musst ordentlich insgesamt ausmisten, dann, damit du Platz hast. Ich durfte damals in so eine Herrenrunde mit rein. Da haben wir ab und an mal gepokert. Oh. Ich muss gestehen, Frauen beim Poker finde ich immer schwierig. Also jetzt nicht, weil Frauen nicht an den Pokertisch gehören, sondern ich kann Frauen sehr schwer einschätzen. Also ich habe, in unserer Pokerrunde hatten wir eine gemischte Runde. Und da hatten wir, ich glaube, 4 Herren und 2 Damen. Und die Damen haben mich immer wieder mal auseinandergenommen. Wo
Wo ich mir gedacht habe, oh, die bleffen doch. Das kann doch nicht sein. Die Frauen habe ich nie richtig einschätzen können. Die waren für mich immer so Skriptonit beim Pokern. Habe ich dann immer so geblutet. Und meine ganzen Chips habe ich so, oh, tschüss Chips, ihr wart so schön, ihr wart bei mir. Hm. Ja, die fanden das immer sehr lustig. Also nimmt irgendwer ein Pokerset mit zur Con. Ich hätte sogar einen Pokerkoffer. Ich hätte sogar einen großen Pokerkoffer. Wenn ich lang genug suche, finde ich sogar eine Pokerunterlage. Also so eine Matte, eine Pokermatte. Frauen sind ab und an gefährlicher, weil die bloß schneller durchschauen, vor allem wenn sie Mütter sind. Ja, gut, kann sein. Das kann gut sein. Also ich weiß, damals die eine Frau, die war aber nicht Mutti, aber die eine, die hat mich regelmäßig auflaufen lassen. Und vor allem hat die mich so oft rausgeblufft, wo ich mir dann immer so sagte, oh Herrgott! Vor allem ist es dann gemein, wenn sie dann so einen Bluff durchgezogen hat und dann danach so die Karten aufgezeigt hat und so gesagt hat, tja, war ein Bluff. Und dann denkst du dir so, geahnt, ich hab's geahnt, aber ich hab mich nicht getraut. Ja, die Bratte brauchen wir nicht, aber pack den Koffer ein, sofern du noch Platz hast. Nein! Nein, ich glaube, ich möchte nicht auf der Con pokern. Glaube ich, wir haben genügend andere Spieler, anstatt dass wir pokern. Außerdem weiß ich nicht, ob überhaupt andere Leute Poker mögen. Und dann zu zweit pokern ist doof. Also eine Pokerrunde muss schon ein bisschen größer sein. Du brauchst also 5 Leute, finde ich, ist eine gute Anzahl für Poker. Alles drunter finde ich ein bisschen doof. Stimmung macht dich alle. Ja, das bezweifle ich. Ich kann gut bluffen. Texas Hold'em. Definitiv Texas Hold'em. Ich spiele eigentlich fast nur Texas Hold'em. Und ich kann halt eine eiskalte Miene machen. Also, du wirst bei mir im Gesicht keinen Unterschied sehen, ob ich bluffe oder nicht. Aber ich spiele halt auch sehr, sehr schlechte Blätter. Also bei mir gibt es eigentlich keinen. Ich spiele nicht taktisch genug im Poker, um ehrlich zu sein. Weil normalerweise, wenn du richtig Poker spielst, dann hast du so Blätter, die musst du einfach wegschmeißen. Und ich sehe es einfach nicht ein, solche Blätter wegzuschmeißen. Ich sag, jedes Blatt hat die gleiche Chance. Weil du weißt ja nicht, was nachkommt. Und nur weil du Dame 7 hast, was keine Straße ergeben kann, und das eigentlich ein schlechtes Blatt ist, kann ja trotzdem 2 Siebener kommen. Oder noch eine Dame und eine 7. Deswegen. Ist aber auch ein Grund, warum Leute nicht so gerne gegen mich gespielt haben. Weil ich halt alles auf der Hand haben kann. Und mit allem weitergegangen sind. Frauen sind besser in sowas. Das ist richtig. Ich glaube, weil sie wissenschaftlich bewiesen besser in sozialem Umgang sind. Ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, warum Frauen es eher besser schaffen, Fremdsprachen zu erlernen. Ja. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist. Ist das so mit dem Fremdsprachen? Ja. Also, es ist bewiesen, dass prozentual gesehen Frauen eher sprachenbegabt sind und Männer eher mit Zahlen. Also, wie gesagt, das ist so ein statistisch bewiesen worden. Dass Frauen eher sehr, sehr sprachenbegabt sind und Männer eher mit Zahlen hantieren können. Tausi, dann bin ich keine Frau. Ich habe Menschenkenntnis, ja. Ich bin auch empathisch, aber bei Fremdsprachen bin ich raus. Du kannst Hessisch, das reicht.
Ist eine Fremdsprache. Falsch gefahren. Können ist relativ. Nein, darunter. Ich werde gerade nervös, ich fange an zu wackeln. Müsstet ihr jetzt sehen, an der Anhand vor dem Bildschirm, weil der Bildschirm die ganze Zeit wackelt. Tut mir sehr leid. Bei mir gehen dann doch die Frames runter und ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwas frisst bei mir Frames. Keine Ahnung, was das ist. Es sind auch nur allgemeine Normen. Die fallen da auch raus und den sozialen Umgang schwierig, ja. Wollen wir kurz hier ein bisschen ändern. Irgendwas stimmt hier nicht. Mal nach da. Auch besser? Nee. Auch besser. Ich glaube, dass ich oft zwischen den Geschlechterrollen liege, was solche Talente angeht. Ich habe zum Beispiel großes logisches Denken und erkenne Muster schnell. Dadurch auch eine gute Problemlösung. Aber gleichzeitig kann ich auch mitrollen, wenn in einer Backsendung eine die Torte runterfällt. Ja. Also ich muss gestehen, ich bin sehr nah am Wasser. Also ich glaube, ich bin da auch sehr in beide Richtungen. Ich gehöre zu der Kategorie Mann, die in einem Film mitrollen kann. Also ich kann ein Drama oder einen Liebesfilm gucken und weine wie ein Schlosshund. Und fand auf jeden Fall meine Mutti immer sehr toll. Weil die konnte mit mir alles gucken an Filmen und sie war am Flennen und ich war am Flennen und mein Vater hat gesagt, seid ihr blöd. Finde ich gut, wenn Männer Gefühle zeigen können und dürfen. Ja, also bei Filmen definitiv. Das Schlimme ist, wenn ich aber in so einen Film eintauche, wo ich mich halt auch darauf einlasse und dann auch Gefühle zeigen kann, dann bin ich halt im Film. Dann braucht man mich auch nicht ansprechen, weil lass mich dann von dem Film halt richtig mittragen. Ich tauche dann in den Film ein und dann, wenn ich in so einen Film eintauche, dann passiert das. Aber ja, ich bin im logischen Bereich unterwegs. Also logisches Denken ist meins, Mathe ist auch meins. Obwohl ich gestehen muss, beim Studium habe ich bemerkt, dass nicht alles an Mathe meins ist. So logisches Mathe war geil, rechnerisches Mathe war auch geil und dann kam es so mit Ableiten und Aufleiten, das war dann irgendwie nicht mehr meins. Da habe ich dann gesagt so, Mathe war so schön, warum habt ihr es kaputt gemacht? Wie komme ich denn da hin? Mal zurück. Was ich aber auf jeden Fall bemerkt habe an mir, ist, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Bin sehr hebelig und sehr ungeduldig. Obwohl ich, laut Aussage von anderen Leuten, auch ein unheimlicher Ruhepol sein kann. Aber ich glaube, dass das kommt dann auch immer auf die Person um mich rum an. Dann kann ich auch Ruhepol sein, wenn ich bemerke, dass die Person das braucht. Ich bin da ein Service-Hutz. Ich mache das, was die Leute brauchen. Ich ertrage soziale Interaktionen leider nur eine begrenzte Zeit lang. Geil, war es in meiner zweiten Ausbildung im Fach Akustik. Der Lehrer in der ersten Stunde vergesst alles, was ihr in Mathe gelernt habt. Denn in unserer Branche ist 0 plus 0 3 Bus. Und er hat recht, okay. Willkommen bei den Introvertierten. Mette, ich hätte dich gar nicht introvertiert eingeschätzt. So wie du immer mit den Zuschauern interagierst, habe ich immer gedacht, dass du auch sehr extrovertiert bist. Als schüchtern kamst du mir nicht vor.
Oh ja. Braucht man dich im Party-Modus, bist du genau das. Braucht man aber gerade im Moment zum Runterkommen, kannst du viel Ruhe ausschalten, ja? Ich muss gestehen, ich habe halt, dadurch, dass ich extrovertiert bin und sehr viel mit Menschen unterwegs bin, ich habe halt sehr, also meines Erachtens habe ich eine sehr gute Menschenkenntnis und eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Also ich bemerke, was in Personen vorgeht und was die Person gerade braucht oder wie ich der Person helfen kann. Schlimmer ist, wenn man mich dann halt aber dafür im Gegenzug gegen sich stehen hat, erkenne ich halt auch sofort, was eine Person auf die Palme bringt oder wie ich einer Person maximal auf die Nerven gehen kann. Also ich kann dann echt ein Teufel sein. Weil dann nutze ich halt das, was ich erkenne oder meine Menschenkenntnis dafür, genau das Gegenteil zu sein. Anstatt der Ruhepol bin ich dann das Sandkorn im Schuh, das die ganze Zeit drückt. Soziale Events fordern mir sehr viel Kraft. Ja, mir nicht. Genau das Gegenteil. Soziale Aktionen oder viele Leute, das gibt mir halt unheimlich viel Energie. Ich ziehe da richtig Energie raus. Introvertiert ist nicht gleich schüchtern. Das ist ein Unterschied. Ja, okay. Point taken. Und dieses Jahr habe ich 4 Hochzeiten, wo ich hin muss und 2 Junggesellenabschiede und das stresst mich ultra. Bist du die Brautjungfer? Also bist du nicht die Brautjungfer, bist du die Trauzeugin? Also ich kann mir vorstellen, als Trauzeuge oder Trauzeugin ist es echt stressig. Ich war es noch nicht. Leider. Aber kann ich mir stressig vorstellen. Ist, wenn man mit dir befreundet ist, nicht besser, du kleines garstiges Viech. Ja, das sind aber Neckereien. Das ist halt klar, ganz klar, lebe ich nach dem Motto, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und wer nicht einstecken kann, darf bei mir nicht austeilen. Das ist normal bei mir. Ich bin halt auch scheiße ehrlich. Das ist halt sowas, ich werde keinem ins Gesicht lügen, wenn ich ihn nicht leiden kann. Wenn er mir unsympathisch ist, ist er mir unsympathisch und dann sage ich es ihm. 2,1 Risiko. Ja, 2, 1 Risiko. Das ist der Unterschied zwischen extrovertiert und introvertiert. Besuch ist da. Bis später. Bye bye, Maddie. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei deinen Neckereien weißt du aber manchmal nicht, wann es besser ist aufzuhören. Ja, das ist richtig. Manchmal bin ich aber auch, durch mich aber auch selbst hochsteigern. Ich steige mich manchmal so sehr in meinen Necken rein, dass ich nicht bemerke, wo ich den Schlussstrich sehen sollte. Aber muss auch gestehen, da habe ich dann manchmal das Problem, manchmal mache ich einen und denselben Spruch oder Scherz mit einer Person und am einen Tag ist es super cool in Ordnung. Und am anderen Tag, wo ich finde, die Person hat sich nichts geändert, also es ist genau das Gleiche, reagiert die Person auch viel angekratzter und viel schnippiger darauf. Wo ich mir denke, naja, wenn man Sachen zu ernst oder zu gastig auffassen will, kann man das jederzeit tun. Da liegt das halt auch so ein bisschen an der Person gegenüber. Ich härte halt die Person ab. Wer mich überlebt, der überlebt alles. Bin halt, wie gesagt, ich kann halt klein und gehässig sein und garstig. Aber dafür wächst einem das Ego und dann kann man sowas ab. Deswegen, mir kann man sehr viel an den Kopf werfen. Es gibt auch Tage, da bin ich auch an der kurzen Zündschnur. Gerade wenn es darum geht, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin. Und das bin ich zurzeit sehr oft. Da habe ich nicht so ein dickes Fell.
weil ich mir selbst ein bisschen auf den Nerv gehe oder mit meiner Art, ne, nicht mit meiner Art, sondern mit dem, was zurzeit bei mir passiert. Dann habe ich eine kurze Zündschnur. Zum Beispiel, ganz offen und ehrlich, aktuell bin ich mich selbst zu dick. Wenn man dann in die Kerbe haut, einmal ist okay, ein zweites Mal ist okay. Irgendwann sage ich aber auch, oder zu sehr, sehr schnell einem klar machen, dass ich gerade keine Lust drauf habe, noch mehr Sprüche in die Richtung zu hören. Wenn dann noch einer ein Spruch in die Richtung geht, dann werde ich bissig. Ich vertrage dann viel, aber dann sage ich irgendwann, okay Leute, jetzt ist genug, jetzt mag ich nicht mehr. Habt ihr es verstanden und ist jetzt gut damit. Wenn es dann in die Richtung weitergeht und dann werde ich garstig. Dann wie das Tröpfchen Wasser, das das Fass zum Überlaufen bringt. Und ja, ich bin zurzeit echt nicht zufrieden mit meinem körperlichen Verfassung. Leider war. Du kannst ein Ego-Schmeichler vom Herrn sein. Ja, das ist wohl wahr. Ja, vor allem kann ich auch Leuten Ego verpassen, die davor keins hatten. Weil ich kitzel den bei denen die Sachen, die wirklich bei ihnen wirklich gut sind am Körper oder am Geist oder an der Persönlichkeit, die kitzel ich nach vorne, damit die mal selbst wahrnehmen können, was halt eigentlich alles super toll an ihnen ist. Weil die meisten Menschen sehen nur das Negative. Und ich bin halt, dadurch, dass ich ein positiver Mensch bin, ich sehe halt sehr viel Positives. Und nicht nur an mir. Ich sehe halt auch Positives an anderen Leuten. Und andere Leute sind bei solchen Sachen einfach blind. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich in die Psychologie gehen sollen. Keine Ahnung. Wobei das manchmal auch angrenzend ist, weil man da gegen dich nicht ankommt. Hä? Anstrengend. Das verstehe ich nicht, was daran anstrengend ist. Das verstehe ich nicht. Du versuchst es ab und an zu sehr, dass man sich selbst leiden kann. Erstens ist das für einen selbst schwer und zweitens verlierst du dich selbst aus den Augen dabei. Ja gut. Schlimmer ist, ich verliere ja selbst mich manchmal aus den Augen dabei. Das Ganze nennt sich Blenden. Man kann sehr viel blenden. Und es gut reden, auch wenn es nicht gut ist. Aber ab und an ist sowas sehr gut. Ist eine Fähigkeit, die zweischneidig ist. Nennen wir es so. Optimismus ist nicht immer positiv. Ein Optimist zu sein, ist nicht schlecht. Immer optimistisch zu sein, ist nicht immer gut. Sag mal so.
Quatsch. Willkommen beim Diskutieren und Philosophieren mit Hutz. Nehmen Sie sich einen Stuhl und machen Sie sich bequem. Ja. Also deswegen, ich hatte es ja gestern im Auto gesagt. Ich wäre mal gespannt, was einem wirklich ein Psychologe, wie der mit mir umgehen würde oder was der in mir erkennt. Und ab wann er das Handtuch wirft und anfängt weinend aus dem Zimmer zu rennen. Also würde mich wirklich mal interessieren. Psychologen sind creepy. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. War auch noch bei keinem. Kann ich nicht mitreden. Ich war noch bei keinem. Ich würde, wie gesagt, das würde mich mal interessieren. Ich muss halt gestehen, ich bin halt ein super neugieriger Mensch und deswegen, es würde mich einfach aus reiner Neugierde würde ich das mal machen. Nein, nein, ja. Komischer Schlag von Mensch. Ah, von Mensch, ja. Auch du haben, ach du, die haben ein dickes Fell. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein dickes Fell haben. Die Sache ist, ist es dicker als meins? Das ist die Frage. Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Ist ihr Fell dicker als meins? Oben rum. Und gerade weil ich ja so jemand bin, der Sachen zu Tode diskutieren kann, wäre für mich also die Frage, kommen sie damit klar? Kommen sie tief genug in meine Materie rein? Lasse ich sie überhaupt tief genug in meine Materie rein? Weil ich sage immer sehr, sehr, sehr plump, man darf mich alles fragen. Ich sage auch eigentlich alles wahrheitsgemäß, wie ich es gerade in dem Moment empfinde. Aber ist das, worauf sie hinaus wollen? Bin ich da vielleicht manchmal zu sachlich? Deswegen, also es würde mich wirklich mal interessieren. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es mal machen. Komischer Schlag von Mensch. Meistens verzweifelt der Patient eher am Psychologen als andersrum. Weil man mit vielem nicht zurechtkommt. Ja. Hab mit dreien zu tun gehabt. Und du bekommst nie Antworten von denen. Und die Gespräche sind super unzufriedenstellend. Nein, sie lassen es erst gar nicht gut, dass eine Diskussion startet. Das ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Weil wenn sie mir eine Frage stellen, ich beantworte sie. Und das aber nicht die Antwort ist, wo sie wollen. Und sie bohren nach. Würde ich eine andere Antwort wählen, die im Endeffekt genau das gleiche aussagt, aber wahrscheinlich immer noch nicht zufriedenstellend ist. Mir hat mein Psychologe damals gelangt. Nach dem Gespräch. Immer nur kaputt und mega genervt. Ich bin seit ich 15 oder 16 bin in psychologischer Betreuung. Und ich habe jetzt zum ersten Mal eine Therapeutin, mit der ich endlich mal zurechtkomme. Und nicht deprimiere. Okay. Hm. Wir haben heute echt tiefgründige Gespräche hier. Der Hammer. Das macht hier diese hypnotisierende Musik im Hintergrund. Bin mir ganz sicher. Heikles Thema das Ganze. Ja? Ja? Ja?
sehr heikles Thema. Mich würde interessieren, ob es so wie beim. Jetzt ist wieder ein doofer. Ist jetzt vielleicht auch ein plumpes Beispiel. Das Gesundheitssystem hat in dem Bereich noch mehr Probleme als sowieso schon. Ja, gebe ich dir recht. Die Sache ist, so für so Psychologiestudenten, die da in dem Bereich aktiv werden wollen, suchen die sowas wie. Wie sie, so wie beim Friseurberuf, also so Frisurmodels, suchen die dann so Therapie. Models, also Leute, bei denen sie mal testen können, ausprobieren können. Das würde mich mal interessieren. Also sozusagen, dass du dich freiwillig melden kannst, hey, du darfst bei mir üben. Dann lang wieder zurück. Eine Richtung haben wir schon mal. So, da gratuliere ich dir, Tausi. Meiner wollte immer nur über ein und dasselbe Thema reden und hat sich gewundert, warum ich 10 Minuten nichts mehr gesagt habe. Meine Gedanken damals, Herr im Himmel, wann hört der mit dem Mist auf? Merkt dann nicht, dass ich genau darauf nicht antworten werde? Meiner Schwester wurde erst nach ihrem zweiten Selbstmordversuch borderline diagnostiziert. Und was bei mir nicht stimmt, kommt nun nach all den Jahren endlich raus. Das ist sehr interessant. Ich muss gestehen, dass sowas dann aber wirklich auch rauskommt, ist halt aber auch eine richtig gute Sache. Also, wenn man da die ganze Zeit eine Frage hatte, was das ist, und dann eine Lösung oder beziehungsweise ein Ziel vor Augen hat. Ich glaube, das muss so ein richtig befreiendes Gefühl sein. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Toller Satz damals. Dass sie nicht wie ihre Eltern geworden sind, grenzt einen ein Wunder. Sicher, dass sie da nicht doch etwas in die Richtung gehen? Okay, das ist böse. Das ist ein Scheißsatz. Das ist ein beschissener Satz. Das ist ein Satz, wo ich eher denke, dass es Sachen kaputt macht. So ein Satz, wo ich denke, das ist so Salz in die Wunde gestreut. Tut mir leid, dass ich da jetzt vielleicht so plump reagiere, aber das. Ach, so klingt das für mich, dieser Satz. Lieber Psychotherapeut, der diesen Satz abgelassen hat, bitte einmal exmatrikulieren, geben Sie Ihre Lizenz zurück. Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie tun. Gefühlsmäßig. Ja, ich habe die Therapie abgebrochen. So. Andere hätten mir wahrscheinlich die Nase gebrochen. Lalalalalalala. Ja, tut mir leid, also das ist ein Satz. Kann ich instant auf den Müll schmeißen.
Richtig lustig ist, wenn du die ganze Zeit versuchst herauszufinden, was mit einem nicht stimmt und immer nur abgewunken und abgespeist wirst. Mit den Worten, dass man sich nicht selbst diagnostizieren soll und das vollkommen, was? Vollkommen nicht mal sei, dass man nicht normal ist. Das ist so frustrierend und furchtbar. Sich nicht selbst diagnostizieren, würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich finde eine gesunde Selbstanalyse eigentlich recht gut. Also ich mache das auch mit mir. Versuche mich auch immer so ein bisschen selbst zu analysieren. Ich glaube, bis zu einem gewissen Maß ist das sogar gesund. Würde ich jetzt sagen. Man darf halt nicht übertreiben. Weil so eine eigene Selbstreflexion finde ich nicht schlecht. Halt, wie gesagt, bis zu einem gesunden Maß. Also man sollte halt nicht versuchen, alles an einem zu hinterfragen, aber so bis zu einem gewissen Maße. Deswegen, ich habe ja auch für mich erkannt, dass ich blende, also ich sage mal zum Teil mir selbst Sachen vorspiele, wie gut oder wie schlecht es mir geht. Und mit der Tatsache, dass ich das weiß, geht's mir gut. Ich hinterfrage dann halt ab und zu meine eigenen Gedanken, ob ich mir dann sage, geht's mir gerade wirklich gut? Geht's mir gerade wirklich schlecht? Und das finde ich eigentlich normal und vernünftig. Hab gelernt, mit mir zu leben. Gibt zwischendurch halt paar Geräusche aus dem Getriebe. Das ist cool. Geräusche aus dem Getriebe. Und eine Woche schlechte Laune, aber diese Psychologen treiben den Blutdruck auf 200% hoch. Noch dazu gibt es Diagnosen, die nicht so gerne gestellt werden. Mit dem Argument, dass das nicht wichtig sei und man sich da sonst nur reinsteigern würde. Ich bin sehr schlecht auf vieles in diesem Zweig des Gesundheitssystems zu sprechen. Oh, okay. Na gut. Wenn man da halt richtig Erfahrung hat, ich muss ja gestehen, ich bin zum Beispiel auf das Pflegesystem komplett schlecht zu sprechen in Deutschland. Nachdem mein Vater ja zum Pflegefall wurde. Und die meinen Vater heimschicken wollten, obwohl wir noch gar keine Pflegeartikel aus dem Sanitärhaus bekommen haben. Wo ich mir gedacht habe, Leute, mein Vater braucht ein spezielles Bett. Wie soll er nach Hause kommen? Das geht nicht. Da bin ich wirklich an die Decke gegangen. Also der Sozialdienst, der mit mir telefoniert hat, wenn er mir gegenüber gestanden hätte, glaube ich, hätte der Albträume gehabt von mir. Ich glaube, da hatte ich kleine Hörnchen und war richtig böse. Und das Höllenfeuer hinter mir hat gelodert im Hintergrund. Also. Da war ich kurz davor, irgendwelche Flüche gegen ihn auszusprechen. Und an dem mit der Krankenversicherung. Meinen Reha-Platz gesucht hatten für meinen Vater. Alter. Zahlt jahrelang in die Pflege- und Krankenversicherung und dann kommt so ein Support, dann ja. Ich sag einfach mal ja. Wenn Sie sich so sicher sind, dass Sie das haben, wieso sind Sie dann überhaupt hier und nicht beim Facharzt? Weil man beim Facharzt nie einen Termin kriegt. Und das mit der Überweisung schneller geht. Ne, da will ich gar nicht. Doch, da will ich. Nicht dahin? Ne, da will ich nicht hin. Verdammt. Geh ich da unten rum?
Ich habe genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Weil man einen Wisch braucht, wo es draufsteht. Nicht immer. Also ja, mit Wisch geht das einfacher, wo ich gerade am Überlegen bin, wo ist eigentlich meine Überweisung zum Facharzt? Wo hab ich die hin? Muss ich dann gucken. Aber... es geht auch ohne. Nicht so schnell, nicht so gut. Warte mal, da unten will ich nicht lang. Oder? Nee, ich will da nicht lang. Ich will oben rum. Oh. Langsam müsste ich mal pinkeln. Wollen wir das Horrorspiel wechseln? Das passt eher zum Thema, ja? Ja, ein Horrorspiel passt eher zum Thema, ja? Das ist wohl wahr. Ja, da bin ich auch sehr schlecht drauf zu sprechen. Mein Opa ist dadurch gestorben, weil sich in der Pflegeheim, in dem er war, ein Fußverband wohl nie wirklich gewechselt wurde und nur so selten, dass ihm der Fuß dort abgefault ist. Ach du Scheiße. Und hat die dadurch folgende Operation nicht überlebt. Ach du Kacke. Das ist wirklich Horror pur. Aber gut, ich muss auch gestehen, das Gesundheitswesen ist auch überlastet. Also, man darf muss dem Gesundheits- oder gerade den Ärzten und Pflegern muss man aber auch zugestehen, sie werden ein bisschen im Stich gelassen. Also, die können meistens gar nicht so viel dafür. Selbst als Person. Habe ich, wie gesagt, bei meinem Opa ja auch bemerkt. Wenn die Notaufnahme einfach überlastet ist und wieder nach Hause geschickt wirst und dann, ja, ist halt so. Ist halt so. Auch mal so eine andere Sache. Was, wie ist das bei euch? Seid ihr eher Seegänger oder eher Schwimmbad? Ist ja beides immer sehr überfüllt. Aber eher See oder eher Schwimmbad? Also Schwimmbad, Chlor, dafür aber sehr reinlich, also keine Algen oder sonst irgendwas. Oder eher See, wo man dann halt kein Chlor hat. Aber dafür halt dann sowas wie Algen oder Getier oder sonst irgendwas. Ja, ich bin froh, dass ich nicht in den USA lebe mit dem Krankenkassen und Co. Ja, USA ist halt ganz schlimm. Über USA wollen wir gar nicht reden. Ich mag dieses Land einfach nicht. Tut mir leid. Bin kein USA-Fan. Der Einzige, der sich gegenüber meinem Vater durchsetzen konnte und uns Kinder immer vor ihm beschützt hatte, war dann weg. Okay. Okay. Ach, beides kann doch toll sein. Eine Mischung aus beiden. Hier ist beides recht. Okay. Also ich muss gestehen, ich bin eher so der Seetyp. Ich war früher ganz viel Schwimmbad, weil Rutschen und so habe ich halt geliebt. Jetzt ist es eher so, wenn ich saunieren gehe, also so ein Schwimmbad mit Sauna, ja, dann Schwimmbad. Aber ansonsten bevorzuge ich eigentlich den See. Da die Erfahrungen am See noch unschöner als im Schwimmbad waren, sind mir Schwimmbäder weniger unangenehm. Okay. Bin ich wohl der Einzige. Also Winter natürlich Hallenbad, da geht ja gar nicht anders. Aber im Sommer, muss ich gestehen, mag ich eigentlich den See lieber. Ups.
allem, ich mag halt auch so ein bisschen den Sandstrand-Feeling, also ein bisschen Sand, wo dann aufgehäuft ist. Ganz schön. Ah, wir nehmen eine andere Frage. Auch eine Sommerfrage. Wassereis oder Milcheis? Habe ich in die falsche Richtung gefahren. Milcheis. Am Liegen, am See liegen mit Freunden, denen ich vertraue, gerne. Da Wasser und alleine nein. Ja, alleine würde ich auch nicht an den See gehen, aber ich würde auch alleine nicht ins Schwimmbad gehen. Alleine ist immer Kacke. Wasser alleine irgendwas machen. Ich bin kein Alleine-Mach-Mensch. Ist nicht meins. Entschuldigung, meine Vergangenheit ist nicht so schön. Eher ein Thema, das andere ziemlich deprimiert. Aber ja, Seen sind auch toll. Taucherbrille auf und blub blub, wenn man mich sucht. Ich weiß gar nicht, ob ich im See so viel getaucht bin, muss ich gestehen. Ich gehöre aber zu den Leuten, ich kann so wie im Wasser, also im See, als auch im Chlorwasser kann ich die Augen öffnen. Habe ich keine Probleme mit. Wenn das Schwimmbad gut und viele Möglichkeiten zum Schwimmen gibt, warum nicht? Bei See, wenn es ruhig ist und eine gute Möglichkeit gibt, warum nicht? Milcheis, wenn es Frucht gibt, ansonsten Wasser, wenn es Frucht ist. Okay. Also bist eher der Fruchteismensch. Habe ich das Ding jetzt genommen? Ja. Wenn wir beide anfangen, von unserer Kindheit zu reden, ist der Rest hier deprimiert. Und wir essen entspannt Popcorn, habe ich das Gefühl. Die Sache ist, meine Kindheit war jetzt nicht zu schlecht, war jetzt aber auch nicht unbedingt traumhaft. Und ich muss gestehen, bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Also ich gucke eher immer nach vorne. Vergangen ist vergangen. Kann es nicht mehr ändern. Ob es jetzt gut oder schlecht war, das ist weg. Veganer Frozen Joghurt for the win, okay. Ja, genau, man reichet mir das Popcorn, die lustigen Themen wurden angeschnitten. Ja, also ich muss gestehen, ich bin eher der Milcheis-Fan. Obwohl diese ganz, ganz billigen Wassereis liebe ich. Ich liebe diese Alaska-Billig-Wassereis. Liebe sie. Alle anderen Wassereissachen sind nicht so meins. Aber diese ganz, ganz billigen, also wirklich diese billigen vorm Herrn, die liebe ich. Kommen wir zu der anderen Frage. Welche Geschmacksrichtung liebt ihr am meisten? Das ist, soll ich uns ein Bullshit-Bingo machen? Best of meiner Kindheit. Ja. Ja, nicht. Was ist eure Lieblingsgeschmacksrichtung? Da bin ich jetzt auch gespannt. Weil da geht's ja, da streiten sich ja die Geister. Minze, Keks oder Kokosnuss? Okay. Himbeer und Stracciatella. Also ich liebe ja Zitrone. Also alles, was säuerlich ist. Und Amarena-Kirsch. Ich liebe Amarena-Kirsch. Albi, du bist doch mal weg. Dann ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Liebe Amarena-Kirsch. Zitrone ist auch toll. Bei Zitrone habe ich jetzt, wie gesagt, da liebe ich halt meinen einen Eisdealer vom Nachbarort. Er hat Zitrone Basilikum und das ist so lecker. Das ist so gut.
Zitrone ist auch toll, aber Grey, warum denn nicht? Jedes Mal, wenn einer falsch liegt, muss er einen trinken. Schoki und Stracciatella, okay. Bei Stracciatella muss ich immer an meine Cousine denken, als sie noch klein war. Die konnte Stracciatella nicht aussprechen und das war super lustig. Weil die hat dann nämlich immer, wenn wir mit Oma Eis essen waren, und Oma gesagt hat, was möchtest du denn essen? Und sie so, schwarzer Teller. Und wir haben uns köstlich amüsiert. Schwarzer Teller, das Lieblingseis. Ja, wir waren als Kinder klein und gemein. Aber bitte nur Tee, Lumi. Was? Ach so, ich verstehe. Da sind alle nach 5 Minuten im Krankenhaus mit Vergiftung. Das kann sein. Kommt auf den Tee an. Am Freitag hatte ich auch nur Tee, aber halt mit Wodka. Andere Frage. Kurze Socken oder nur lange? Wetterbedingt. Ich habe sogar 3 Paar Socken. Ich habe einmal diese Füßlinge, die nach unten gehen, die unter den Knöchel gehen. Ich habe die Füßlinge, die über den Knöchel gehen. Und ich habe lange Socken. Und ich habe Wintersocken. Socken müssen sich den Temperaturen anpassen. Geht doch nur im Sommer. Dann kurze Socken. Definitiv kurze Socken. Im Sommer kurze Socken. Lange Socken auf kurzer Hose geht gar nicht. Oder Sandalen vor der Binde. Ich muss gestehen, ich habe keine mehr. Ich habe keine Sandalen mehr. Ich besitze einfach keine mehr. Müsste ich mir vielleicht auch irgendwann mal wieder welche besorgen. Aber seid ihr Freunde von diesen Gummidingern da? Wie heißen die? Diese komischen Schlappen, diese sommerlichen Gummischlappen? Ich hab vergessen, wie die heißen. Aber wie heißen die? Nein, nicht Flipflops. Diese anderen Dinger, die aussehen wie... Du meinst Crocs? Ja, ich mein Crocs. Genau, die meinte ich. Seid ihr Fan von Crocs? Ich habe Barfußschuhe, die sind toll. Weiß nicht. Weiß nicht, ob ich Barfußschuhe toll finde. Dann spüre ich ja alles, was unten am Fußboden ist. Also jeglichen Widerstand, also jegliche Unebenheit im Boden. Aber das möchte ich nicht. Ich habe Moccasins, aber die haben wenigstens genügend Profile, damit das nicht wie Barfuß ist. Aber ich glaube, ich meinte Crocs. Wie steht ihr zu Crocs? Eher so, ja, absolut euers? Oder würde ich mir niemals holen? Ich habe noch nie welche angehabt, muss ich gestehen. Ich kann es nicht sagen für mich. Aber ich denke mir mal so, das sind so Latex oder Gummi, Sandalen. Sind wie Hausschuhe aus Gummi. Gesagt. Ich weiß nicht, ob ich die gut finden möchte oder nicht. In der Freizeit ein Albtraum. Aber bei manchen Berufen voll verständlich und bequem. Ich liebe es, barfuß zu laufen, nur draußen ist es das einfach zu gefährlich. Ja. Ich möchte, glaube ich, so wenig wie möglich, also auf einer Wiese, gut, da kannst du eine Biene treten, aber das ist in Ordnung, eigentlich so wenig wie möglich auf der Straße barfuß laufen. Erstens, weil der Asphalt böckelsheiß wird. Also,
Ich bin an den Fußsohlen echt empfindlich, was Hitze angeht. Und ich hätte echt Angst, dass ich mir andauernd in irgendwas reintrete. Weil auf unseren Straßen liegt alle mögliche Scheiße rum. Da komme ich nicht lang. Bitte, 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 bitte. Nie gehabt und kein Bedarf, welche zu kaufen. Für Gartenarbeiten ganz nützlich. Die Biene sieht das anders aus. Was? Ja, wenn ich auf die trete, findet die das auch nicht gut. Ich finde das auch nicht gut, weil die tun weh. Also so eine Wespe oder eine Biene treten oder eine Bremse oder keine Ahnung, was noch da auf dem Boden sein kann und du drauf trittst. Das tut einfach scheiße weh. Egal, in was du trittst. Das tut einfach weh. Könnte ich ja eine Frage, könnte ich ja wieder eine dumme Frage stellen. Könnte ich ja wieder, ich könnte eine dumme Frage stellen. Soll ich eine dumme Frage stellen? Wollt ihr eine dumme Frage? Ihr wollt doch bestimmt eine dumme Frage. Ich stelle euch die dumme Frage. Was findet ihr schmerzhafter? In eine Biene zu treten oder in einen Lego-Baustein? Du sagtest, ja, da kann man auf eine Biene treten, aber ist okay. Ja, ist nicht okay. Aber sagen wir mal so, in eine Biene treten ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, auf einer Wiese zu laufen. Okay, in einen Kuhfladen oder so, in einen Hundescheiß kann man auch noch treten. Ganz klar, Biene. Das tut viel länger weh. Und die arme Biene. Ja, okay. Wenn man überlegt, wie lange sowas wehtut. Noch nie auf eine Biene. Ray, löblich. Löblich, also. Ich fand die Biene angenehmer. Also eine Biene tut schon echt lang weh. Oder ja, eine Biene, wenn man reintritt. Legostein tut schon weh. Der Schmerz ist definitiv, finde ich, stärker, aber der geht schneller weg. Der geht definitiv schneller weg. Nur auf eine Nacktstrecke ist sehr interessant. Was? Du bist auf eine Nacktstrecke getreten? Sehr interessant, muss ich aber nicht nochmal haben. Weiß nicht, Nacktschnecken finde ich so gar nicht toll. Da. Mag Nacktschnecken nicht. Ich habe mit Schmerz da lange, aber gleich bleiben, weniger Probleme als mit einem kurzen, aber heftigen. Ah, okay. Weißt du, da sind auch Schmerzrezeptoren unterschiedlich. Das ist ja das zum Beispiel, was ich beim Zahnarzt habe. Ich tue ja beim Zahnarzt, ja, jetzt werden sich wieder alle die Haare hochstellen. Ich lasse mir beim Zahnarzt bohren ohne Betäubung. Weil das ist ein kurzer, heftiger Schmerz, aber den kann ich ab. Das kann ich einfach ab. Das. Mir ging es weniger um den Schmerz. Ich könnte mir nicht verzeihen, eine Biene plattgetreten zu haben. Okay. High five, Gray. Endlich jemand, der das auch kennt. Also ich kannte das nicht. Pflanz mal... Was?
Pflanz mal fix meine Paprika-Pflänzchen um. Okay, mach das. Ja, Paprika sind ja übelst teuer geworden. Da ist so ein Pflänzchen gut. Paprika sind echt teuer geworden, wenn ihr das mitbekommen habt. Echt übel. Auf den Regenwurm zu treten ist auch mega, mega, mega eklig. Alles, was so schleimig ist, ist eklig drauf zu treten. Das geht nicht. Also geht schon, aber nein. Nein, ich will hier rum. Ich komme nicht hin. Ganz weiter da drüben. Wollte ich nicht hin. Der arme Regenwurm, ja. Aber Regenwürmer leben ja, sind ja fast unkaputtbar. Also die kannst ja viel machen mit Regenwürmern, bevor die wirklich hops gehen. Tja, Kindertage in Opas Garten, ein Traum. Ich glaube, ich bin in so ziemlich alles rein oder draufgetreten, was da kreucht und fleucht. Kann ich mir vorstellen. Könnte bei mir auch passiert sein. Aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Zum Glück. Oh Herrgott, können die Level jetzt langsam mal fertig sein? Ich müsste langsam mal pinkeln. Langsam wird's dringend. Nein, da geht's nicht lang. Langsam wird's dringend. Tumi, ist dein Mann eigentlich zu Hause oder musst du der heute wieder arbeiten? Ist dein Göttergatte zu Hause? Oder hat er dich allein gelassen? Ach, und Ray, gibt's wieder eine schöne Zusammenfassung von letztem Mal? Die man sich noch davor durchlesen kann? Ich muss gestehen, ich habe so ein absolutes Loch. Kann nicht mehr sagen, was letztes Mal passiert ist. Mein Mann ist am Arbeiten, keine Ahnung, wann der reinkommt. Okay. Vielleicht schneide ich dann nochmal eine Melone und dann machen wir noch ein Wimmelbild oder so. Wo werde ich lang? Gehen wir mal da. Nee, gehen wir nicht. Falsch. Das ist auch falsch. Verdammt. Will ich da lang? Nein. Aber gerade dann, aber es ist so viel. Ja, deswegen. Deswegen fragte ich ja. Weil es so viel war.
Und ich zurzeit irgendwie hier ein Visier habe. Nein, da will ich nicht hin. Da rein. Richtung, ich will nach oben. Na da. Nee. Will ich auch nicht. Wo will ich denn hin? Nein? Nee, da will ich auch nicht hin. Da lang? Naja, das sieht gut aus. Sonnenkröme oder Sonnenbrand riskieren? Das ist eine gute Frage, aber ich muss gestehen, Sonnencreme. Ich mag Sonnencreme nicht. Ich mag sie wirklich nicht, aber Sonnenbrand hasse ich. Ich hasse Sonnenbrand. Er tut so höllisch weh. Ich hasse dieses Ziehgefühl. Dementsprechend definitiv Sonnencreme. Gibt's keinen Zweifel bei mir. Die macht kein PMP, was? Macht beim PMP nicht. D4 macht beim Pen and Paper nicht macht. Also frage ruhig die Person, die du fragen wolltest. Gut, Lumi, dann schick mir bitte noch einmal das komplette Regelwerk durch. Einmal durchschicken. Damit ich das schnell habe, dann schicke ich das der Person zu. Dann schicke ich der Person das zu und die ist definitiv dabei. Also die hat schon echt Bock drauf. Das weiß ich schon. Da wird sich ein Nessie sehr freuen. Und schreibt mir am besten auch zu, welche Charaktere wir zurzeit haben. Weil ich denke, du willst ja Ausgeglichenheit, also du willst nicht nochmal noch einen Totenbeschwörer haben oder so. Du willst ja eher nochmal einen Charakter, den du noch nicht hast, oder? Oder ist es für dich auch okay, wenn wir mehrfach einen Charaktertyp haben? Komm mal nach da. Nein. Mist, da komme ich aber nicht hin. Das ist in der Gruppe angeheftet. Okay, dann schaue ich gleich nochmal. Ich verabschiede mich fürs Erste und muss noch an der Zusammenfassung weiterarbeiten ohne Ablenkung. Sonst werde ich bis nachher nicht fertig. Okay. Kein Problem. Ich werde sowieso dann erstmal gleich eine Pause machen. Weil ich muss dann pinkeln und denke, wir sind jetzt in den letzten Zügen bei dem Leveln. Hoffe ich. Noch da gar nicht hin, wo ich hin will.
Verdammt. Falsch. Hat dann auch schon wieder Hunger. Schon wieder Essenszeit. Da wir wäre ein Char, was? Da wir wäre ein Char, der noch nicht dabei ist, sehr willkommen. Dann bitte schreib mir einmal auf, was wir schon haben. Damit ich das einmal nochmal der Person mitteilen kann. Nicht, dass der sich das ganze Regelwerk durchliest und dann einen Char baust, den du schon hast, und das wäre dann echt ärgerlich. Es ist zu viel Sonne draußen. Das kann ich dir nicht sagen. Bei uns war doch, ist schon sehr, sehr sonnig. Ich habe jetzt gerade mal rausgeguckt. Ja, ist sehr viel Sonne. Aber jetzt, solange sie da draußen bleibt und nicht bei mir hier rein will, ist mir das egal, weil bei mir ist schön kühl. Bei mir kommt erst die Abendsonne. Tagsüber ist es eigentlich angenehm. Die letzten paar Sonnenstunden sind die gemein bei mir, weil da in die Richtung gehen meine ganzen Fenster. Bin falsch. Hamburg säuft ab und 20 Kilometer nicht ein Tropfen. Okay. Ja. Nee, da will ich nicht hin. Ich hab falsch gelaufen. Nee. Meine Konzentration nimmt ab, bemerke ich jetzt. Konzentration nimmt ab. Schlecht, schlecht, schlecht für mich. Deswegen nicht böse nehmen, dass ich jetzt ein bisschen weniger rede, aber ich versuche gerade, mich ein bisschen mehr wieder zu konzentrieren. So. Kriegen wir was halten. Aber ich muss doch pinkeln. Du trinkst so wenig. Ja, weil ich pinkeln muss. Noch mehr trinken, muss ich noch mehr pinkeln. Lumi hat gute Ideen. Ja. Trinken ist gut, aber nicht, wenn man pinkeln muss. Versuch doch hier das Level noch fertig zu kriegen, also das Spiel noch fertig zu kriegen, bevor ich auf die Toilette gehe. Content. Wie Content. Ich
Ray, ich verstehe die Aussage Content nicht. Nein. Wer gewinnt, spielt oder Blase. Ja, okay, das ist also langsam schwitze ich an den Fingern und an den Händen. Weil ich hier durchrushe, aber ich glaube, ich habe nur noch vorhin gesehen, dass ich nur noch 2-3 Level habe. Also. Kommunionsbläschen könnte gewinnen, wenn es Glück hat. Vor allem, da ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr konzentriere und dadurch wieder schneller ans Ziel komme. Nee, das ist falsch. Nee, das ist richtig. Hier Wasserfallgeräusche einfügen. Nein! Ihr wollt hier keine Wasserfallgeräusche oder Regen oder sonst irgendwas einfügen. Aber wie komme ich dabei zu dem anderen? Da lang. So. Fertig! Fertig! 100 Level geschafft. Wunderbar. Das waren 2 Spiele. Der Chat ist am Kichern, der Chat ist am Kichern und der ganze Hund muss Pipi. Ja, das ist richtig. So, Leute. Ich muss jetzt aber auch schnell abmoderieren, weil ich muss jetzt echt dringend. Das war's erstmal mit Rotunis Gaming Area. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ich hatte viel Spaß. 2 sehr entspannte Labyrinth-Spiele von Maze. Einmal den Classic und einmal Classic Inverted. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir hatten heute sehr ernste Themen. Muss ich gestehen. Ab und zu darf das auch mal sein, ernste Themen. Muss ja auch mal besprochen werden. Ich fand es sehr interessant. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Vielleicht komme ich noch mal online, aber erstmal mache ich durch was auf die Toilette gehen und dann was essen. Also, bis vielleicht später. Das war's mit Rotunis Gaming Area. Ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Au.